Hallo! Seid herzlich willkommen zu einem zweiten Teil an einem Tag. Mittwoch. Tag der Mitte. Tag des Berges. Bergfest, könnte man dazu sogar sagen. Was ich nochmal machen möchte, ich habe ja nun Teile für den Kymco Super 8 bestellt gehabt. Und ich möchte das Ganze mit euch mal in Voraugenschein nehmen. Ich hab's geschafft. Ich bin über den Berg. Lasst uns mal zusammen schauen. Lager- und Kurbelwelle, Simmerringe und wie das Ganze dann aussieht, wenn ich mit diesem Motor dann anfange. Ich muss ja auch sehen, passt alles? Sitzt alles? Naja, sitzt vielleicht noch nicht, aber würde alles passen. Ab jetzt. Hammerhart. Der Scooterschrauber mit der Community. Schaut mal. Ich habe schon alles richtig schick zusammengebracht und unterlegt. Also alles, was das Herz begehrt. Und ich würde sagen, lasst uns mal mit diesem Teil anfangen. Und hier kommt ja das Lager rein, ne? Hier, genau, ich kann, die Motorhälfte kann ich ja mal hier so hinlegen. Hier würde das erste Lager reinkommen. Hier sind meine Lager. Nehme ich doch glatt mal das kleinere Lager raus, weil es sind hier zwei unterschiedliche Größen, genauso wie die Simmerringe. Das wären unsere Lager. Hört mal, ich halte das mal übers Mikro. Ich glaube, das Einzige, was ihr rascheln hört, war meine Jacke. Dieses Lager muss hier rein. Schick. Das ist schon mal wirklich schick. Übrigens, ich muss diese Lager und die Kurbelwelle jetzt langsam mal mit reinnehmen und ab ins Gefrierfach legen. Ne? Ja, den Grund erzähle ich euch dann nochmal beim Zusammenbau. Also das geht dann um Hitze und Kälte. Ne? Gut, also dieses Lager passt soweit schon mal. Ich nehme mal hier meine Dichtungspaste, ne? Und lege da mal das Lager drauf, weil hier ist nämlich alles schön sauber. Das heißt, ich kann auch das Lager dementsprechend mit rein tun, obwohl hier ist alles sauber. Ich habe ja hier gereinigt. Kommen wir zum, was war das? Simmerring, ja genau, Simmerring. Der Simmerring, Moment, dazu muss ich das Ganze mal drehen. Der Simmerring, dieser, der kleinere, groß, kleiner, dieser kommt hier dann rein. Seht ihr das? Da kommt der Simmerring dann rein. Das sieht doch auch sehr gut aus. Okay, lege ich auch zur Seite. Jetzt kommen wir zu dem heute gereinigten Block. Mein lieber Mann, das war ein ganz schöner Akt, muss ich schon sagen. Jetzt kommen wir hierzu. Rutsch doch mal näher. Wenn ihr mal so weit weg seid, dann kann ich euch das gar nicht richtig zeigen. Erstmal den Hörtest. Ne? Ich komme jetzt übers Mikro. Ja, wahrscheinlich hört man wieder nur meine Jacke. Top. Und ich mache das mal so. Zwei Finger. Ach, das geht so auch. Das muss natürlich dann sitzen. Ne? Das muss richtig sitzen. Das darf nicht ein bisschen schräg kommen, ne? Nicht irgendwie, das muss wirklich nach Möglichkeit gleich kerzengerade sitzen, weil sonst könnte man ein Problem bekommen und es schlägt sich leicht schräg rein und das wollen wir vermeiden. Gut, das Lager passt. Schön, freue ich mich. Dieser Simmerring, der große jetzt,
Dazu drehe ich den Block einfach so nochmal. Könnt ihr das sehen? Ja. Dieser Semmering muss jetzt hier reinpassen. Tja, wer sagt es denn? Der passt. Der passt aber wirklich. Ich wollte eigentlich den Finger hier mal durchstecken. Das gibt's doch gar nicht. Moment, jetzt aber. Da. Da ist mein Semmering. Passt auch. Prima. Kommen wir zu der Kurbelwelle. Genau. Wir müssen ja auch noch die Kurbelwelle nachgucken. Das heißt, hier ist die Kurbelwelle. Von Hörensagen her habe ich mir sagen lassen, das ist eine sehr gute Kurbelwelle. Ich habe mich ja auch selbst ein bisschen schlau gemacht. Aber also bis jetzt wurde diese Kurbelwelle befürwortet. Ne? Das ist allerdings das erste Mal, dass ich so eine verbaue. Früher habe ich andere verbaut, aber es ist ja schön. Gut, ich habe euch informiert mit den Nadellagern. Ne? Das habe ich zurückgehen lassen. Ich habe das Nadellager zurückgehen lassen. Was hier reinkommt, habe ich zurückgehen lassen. Aus einem Grund. Aus einem ganz bestimmten Grund. Schaut mal, was hier drin sitzt. Ich dachte mir letztens doch, Mensch, da war doch ein Nadellager bei. Ja, da ist es doch. Genau das, was wir brauchen. Ich muss jetzt nur noch mal gucken. Ich nehme jetzt mal die Kurbelwelle hier raus. Und wir gucken uns gleich mal das alte Nadellager an in Verbindung mit den neuen. Ja, es muss ja alles passend sein, ne? Das heißt, ich kann auch den Zylinder dafür nehmen, dann können wir nämlich uns den Zylinder, den Bolzen, damit mal angucken. Sollte kein Problem sein. Zylinder. Ich mache Werbung drüber, ist glaube ich besser. Naraku. Hatte ich aber schon vorgestellt. Den packen wir jetzt mal aus. Weil ich brauche jetzt den Bolzen. Hier. Gut. Dichtungen. Ich möchte den Bolzen mal haben. Das heißt, ich nehme jetzt den Bolzen hier raus. Da brauche ich nicht messen. Dann kann ich nämlich gleich gucken, ob er auch so gleich passt. Hier ist, Moment, das tun wir mal weg. Hier ist das Nadellager. Moment. Ja, extra befestigt. Ich lasse jetzt das Nadellager hier drinne. Na. Oh, richtig schön. Aber richtig schön. Schaut mal. Schaut mal. Ich liebe sowas. Ich liebe wirklich sowas. Ne, wenn das alles einwandfrei dann auch funktioniert. Gut, das hätten wir. Das Nadellager lasse ich jetzt trotzdem hier drinnen. Und der Stift, den tue ich, obwohl, wir können das auch anders machen. Ach, lasst uns mal was opfern. Lasst uns mal was opfern. Ihr wisst, ich bin nicht geizig, ne? Aber ich mache das ganz einfach. Ich nehme hier einen Gummi drum. Moment. Einmal drehen. Und hier hin. So. So habe ich beides zusammen. Und hier ist alles okay.
Kurbelwelle einpacken. Schön einpacken. Weil die kommt ja jetzt dann mit in die Wohnung. Wird nochmal verschlossen. Und ab ins Gefrierfach. Das heißt, so, die erstmal nochmal rein. Ne, wir wollen ja das auch sicher transportieren können. Und ich muss sagen, das ist doch schon mal gut. Aber wenn ich den Zylinder nochmal draußen habe und euch schon nochmal alles präsentiere, dann kann ich euch auch das nochmal zeigen. Ist ja egal. Ne, das verbauen wir. Fußkopfdichtung, Auspuffdichtung. Dann haben wir, Moment, beide Kolbenringe. Lege ich jetzt mal separat. Und unsere Sicherung für den Stehbolzen, für den Kolben. Ne? Da hatte ich aber auch schon mal gesagt, ich habe eigentlich lieber die ohne diesen Bogen in die Mitte rein. Aber bis jetzt habe ich auch noch nie dadurch irgendwie was gehabt, dass ein Zylinder kaputt geht. Ich nehme den Zylinder nochmal raus. Den brauchen wir nicht kühlen, weil den setzen wir in kein Lager ein oder so. Ne? Hier ist der Kolben, schön vorgefettet alles, obwohl ich fette das so oder so nochmal nach. Ne? Das wird so nicht bleiben. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, das hatte ich schon mal vorgestellt, ich muss aber sagen, das ist echt sauber gearbeitet. Ne? Ich meine, es könnte immer noch mal ein Tuck noch besser sein, aber es ist wirklich sauber. Also ich kann da echt nichts sagen. Ne? Das ist übrigens trotzdem Grauguss, ne? Das ist kein Alu oder so, das ist Grauguss. Ne? Aber doch, schick, richtig schick. Und der Kolben sieht oben so aus. Gehen wir ein bisschen zurück, dass ihr das besser sehen könnt. Jo, ne? So ein bisschen angeriffelt hier. Ne? Ja. STD EX. Kein Tuning. Nein, es ist kein Tuning-Kolben. Es ist ein ganz normaler 50er Kolben. Ne? Ja. So sieht der Auslass nochmal aus. Toll. Richtig toll. Also ich bin echt zufrieden damit. Wenn das Ganze dann auch noch läuft, dann bin ich natürlich noch zufriedener. So, Kolben lassen wir gleich drinnen. Ab in die Tüte. Zusammenfriemeln. Hier reinfriemeln. Und wieder zurück in den Karton. Das kommt jetzt auch wieder zurück. Kolbenringe immer gut aufpassen, dass die nach Möglichkeit heile bleiben. Was mache ich jetzt? Ich mache. Moment. Oder ich tue. Und zwar meine Lager. Packe ich jetzt wieder zurück. Erstmal die Lager rein. Die können auch ruhig rein, das macht nichts. Kälte tut dir nichts. Die Kurbelwelle tue ich noch mal in einen extra Beutel rein. Ne, also die wird noch mal gesichert, dass da wirklich nichts passieren kann und dass sie dementsprechend auch gut runterkühlen kann. Das hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Aber ihr wisst, was jetzt auf uns zukommt. Ne? Hier, den können wir dann abnehmen. Wir brauchen davon nicht viel.
Na, aber wir brauchen es. Ohne dem wäre es nicht so gut. Warum sitzt denn das so schlecht hier drauf? Irgendwie so. So sieht es gut aus. Ja, und ich kappe auch wirklich nur vorne. Das ganz ein kleines Stück, dass ich ganz schmal und dünn das Ganze dann aufbringen kann. Aber komischerweise der Originaldeckel passt besser als der. Ja doch, doch, das hat ihn getäuscht. Gut. Prima. Oh, was haben wir hier denn noch? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Da müsste ich mich jetzt selbst... Ach so. Das ist für hier unten zum Aufdrehen. Ne? Also, dass man die Paste immer schön nach vorne bekommt. Oh Gott. Und jetzt habe ich mich fast selbst verarscht. Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon regelrecht auf das Ganze zusammenbauen. Da freue ich mich schon echt drauf. Und das wird bestimmt, wenn alles gut geht, recht gut und recht schnell klappen. Ja, und mit der Dichtpaste, das bekommt ihr dann natürlich mit, wenn wir das Ganze zusammenbauen. Ne? Ich muss ja noch die alte Dichtpaste entfernen, aber da ist ja ein paar Krümel nur noch drauf. Das geht schnell. Vor allem nach Möglichkeit ohne Werkzeug an die beiden Motorhälften, wo sie dann zusammenkommen, ohne Werkzeug arbeiten. Das heißt, auf dieser, ich zeige es euch lieber. Und zwar, ne, hier sieht man ja noch, hier, ne, ist noch Paste, die alte. Das nehme ich natürlich noch runter. Und hier nach Möglichkeit niemals mit Werkzeug arbeiten. Nach Möglichkeit nein. Ne, versucht diese Paste so runter zu bekommen. Auf jeden Fall nicht mit einem Cuttermesser oder sonst irgendwas. Das sollte man nicht machen. Dass diese Stellen immer schön sauber zusammenkommen können. Ne? Und das, den Rest zeige ich euch dann später. Gut. Und wenn der Herr dann diesen Block sieht, wie er wieder glänzt und wie der Rest aussieht, na, da wird er wohl schnellstmöglich dran gehen an diesen Roller und den Roller schnellstmöglich den Motor anpassen. Das heißt, ich hoffe, dass er ihn dann reinigt. Gut, das war's erstmal. Das wollte ich euch noch unbedingt zeigen, dass alles da ist. Es ist alles da. Wir können den Motor wieder schlagen lassen. Ist das ein Wort? Bleibt am Ball. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, dass ihr es nicht verpennt.